Stell dir folgende Situation vor. Es ist ein unbeschwerter Tag. Du genießt einfach dein Dasein. Und plötzlich die Klausur holt dich die Realität ein. Klingt allzu vertraut? Muss es aber gar nicht sein. Deswegen will ich dir heute eine Lernmethode vorstellen, mit der du jeder Prüfung entspannt entgegenblickst. Um es gleich vorwegzunehmen, die effektivste Lernmethode ist Binge Learning. Also genau das, was du erwartet hast und was jeder von uns macht, wenn die Zeit drängt und wir noch nicht mit dem Lernen angefangen haben. Das Mitochondrium ist das Kraftwerk der Zelle. Das Mitochondrium ist der Vergnügungspark der... Hey, Moment mal. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, leider stimmt es nicht. Und das wissen wir alle. Wer das Lernen ernst nimmt, weiß, dass es Zeit in Anspruch nimmt. Zeit ist ein gutes Stichwort, denn bei der Lernmethode, die ich dir jetzt vorstellen will, spielt sie eine entscheidende Rolle. Der passende Begriff aus der Wissenschaft lautet Spaced Repetition. Es bedeutet, dass Lerninhalte in Abständen wiederholt werden sollten. Das soll einen maximalen Lerneffekt erzielen. Man geht vom sogenannten Spacing-Effekt aus. Der besagt, dass Gedächtnisinhalte sich besser festigen, wenn man sie sich über einen größeren Zeitraum verteilt aneignet. Dieses Konzept wurde erstmals in den 1930er Jahren wissenschaftlich beschrieben. Aber es hat seine Zeit gedauert, ehe die Gedächtnisforschung es wieder aufgenommen hat. Wie du es am besten umsetzt, zeige ich dir jetzt. Wie bereits gesagt, es geht um die Verteilung der Lernperioden über einen größeren Zeitraum. Aktuelle Forschung sieht größtenteils positive Effekte darin, wenn die Wiederholungsintervalle in immer größeren Abständen verteilt werden. Es wäre schon ein guter Anfang, jeden zweiten Tag zu lernen, denn hier haben wir schon eine Aufteilung des Stoffes. Aber anstatt so regelmäßig zu lernen, solltest du deinen Stoff zu Beginn häufiger und dann in immer größeren Abständen wiederholen. Ein Beispiel: Am ersten Tag wiederholst du ihn morgens und abends, am zweiten dann nur noch einmal am Tag, dann nur noch am vierten Tag und dann nur noch am siebten. Du verstehst, was ich meine. Der Spacing-Effekt kommt hier gut zum Tragen, denn die Zeiträume bis zur Wiederholung vergrößern sich immer mehr. Das bedeutet natürlich auch für die Prüfungsvorbereitung, dass du nicht erst eine Woche vorher mit dem Lernen beginnen kannst. Optimalerweise wiederholst du kontinuierlich deinen Stoff über das ganze Semester oder Schuljahr oder zumindest einen Monat vor der eigentlichen Prüfung. Mache dir am besten vorher einen Plan. Das Erlernen funktioniert besonders gut, wenn du dich aktiv zum Erinnern zwingst. Im Unterschied dazu gibt es das passive Lernen. Das geschieht zum Beispiel beim Lesen eines Textes. Im Vergleich ist es jedoch deutlich weniger effektiv, weshalb du dein Lernen am Prinzip des aktiven Erinnern ausrichten solltest. Wie setzt du es also am besten um? Die Antwort ist wenig glamourös, aber effektiv. Karteikarten. Die Idee ist, Frage und Antwort zu trennen, damit jede Wiederholung mit einer aktiven Erinnerung verbunden ist. Was mit Vokabeln funktioniert, funktioniert auch mit anderen Informationen, zum Beispiel wissenschaftlichen Theorien. Schreib dir bloß nicht alles auf eine Karte, sondern teile das Wissen auf verschiedene Karten auf. Entweder du verwendest die klassische Papierform oder du machst es wie ich und verwendest eine App dazu. Meine Empfehlung ist Anki, eine Anwendung für Smartphone und Browser, die verschiedene Karteikartentypen erstellen kann. Über deinen Account kannst du sie von unterschiedlichen Geräten aus erreichen und das Praktischste, die Spaced Repetition ist direkt im Lernalgorithmus enthalten, sodass du deine Karteikarten in immer größeren Zeitintervallen wiederholst. Probiere einfach aus, welche Methode dir mehr liegt. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du kannst deinen Lernerfolg mit der Spaced Repetition Methode steigern. Was hilft dir denn beim Lernen oder hast du noch Fragen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Falls du mir beim Wachstum meines Kanals helfen willst, würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen hoch freuen. Ansonsten bis bald, deine Chrissy.